Ein kleiner, aber richtig feiner Film startet Mitte November in den deutschen Kinos und das ist die wahre Geschichte und der Hauptdarsteller, auch der wahre Mann hinter der Geschichte und die Drehbuchautorin, die mitgeschrieben hat, die Frau dahinter. Und damit geht es hier jetzt um The Big Sick. Nach einer wahren Geschichte erzählt The Big Sick von Kumail. Er ist ein junger Mann aus einer pakistanischen Einwandererfamilie, der sein Geld in Chicago als Stand-up-Comedian verdient. Dabei lebt er mit einem Kollegen zusammen und trägt einen ständigen inneren Konflikt aus. Seine Eltern wollen ihn verheiraten und wünschen sich, dass er Medizin oder Jura studiert. Doch Kumail liebt seinen Job, ist clever und verliebt sich obendrein noch in Emily. Das ungleiche Paar verbringt eine tolle Zeit, doch Kumail verschweigt diese Liebe seiner Familie, um nicht seine Ehre zu verlieren. Ein Streit und ein Zwischenfall, nachdem Emily im Koma liegt, zwingen Kumail eine klare Entscheidung zu treffen. Also, 11. September. Ich wollte mich schon immer darüber unterhalten mit jemandem. Sie haben nie mit jemandem über die Anschläge gesprochen? Ich habe bei eurer Tochter verkackt. Ja, allerdings. Ich sag dir was, Kumail. Liebe ist nicht einfach. Deshalb heißt es auch Liebe. Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß, ich dachte, ich fange irgendeinen Satz an und dann kommt schon bestimmt irgendwas Kluges raus. The Big Sick geht 120 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben und startet ab dem 16. November in den deutschen Kinos und ist ein Mix aus Drama, Komödie und Romanze und einer, der richtig gelungen ist. Das mag wie eingehendster Wehen vielleicht daran liegen, dass der Hauptdarsteller gleichzeitig eben auch die Figur ist, um die es geht innerhalb des Films und seine eigene Geschichte erzählt und spielt, genauso wie die Drehbuch-Co-Autorin eben die Emily ist, um die es hier geht. Dabei entsteht eine warme Romanze und viele Fragen über das Leben und wo man hin will, auch das Hinterfragen, was Familie bedeutet und dabei immer wieder ein richtiger Mix aus tief traurigen Momenten und so richtig schönen lebensbejahenden, ohne dabei zu kitschig zu sein und einen Weg zu erzählen von zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind und auf ihre besondere und ungewöhnliche Art und Weise trotzdem zueinander passen und dieser Film trotz 2 Stunden Lauflänge in keinem Moment zu lang wird und vor allem einem ständig das Gefühl gibt, nie zu wissen, was passiert in den nächsten 5 oder 10 Minuten kurz. Ich fand den richtig toll. Ich fand ihn richtig schön, ich fand ihn richtig nahegehend und kann den erst einmal vorneweg jedem empfehlen, der sich angesprochen fühlt von diesem Trailer. Reden wir erstmal kurz über den Cast. Kumail Nanjiani heißt er, spielt sich selbst und das liebevoll, witzig, süß, clever, leidenschaftlich, nicht überdreht und vor allem finde ich das dann große Klasse, weil er eigentlich in den unangebrachtesten Momenten, weil er eben als Stand-Up-Comedian irgendwo diese Ader hat, manchmal mit einem Gag aufwartet, der so schwarzhumorig ist, dass man sich denkt, das kann man jetzt hier eigentlich nicht sagen. Besonders wenn er Emilys Eltern gegenüber sitzt, man irgendwie versucht, im traurigsten Moment Konversation zu führen und über 9/11 redet, ist das schon absurd genug eigentlich. Aber da legt er dann noch so einen drauf, dass man so unerwartet loslachen muss im Kino, dass es eben auch das Herz am richtigen Fleck hat. Aber das kann man nur verstehen, wenn man sich The Big Sick anschaut. Manchmal sind Performances und Grundanlagen von Figuren so vielschichtig und in so vielen Momenten porträtiert, dass man nicht mit wenigen Worten beschreiben kann, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist richtig fein durchdacht, aber er spielt sich auch selbst ein Stück weit. Vielleicht ist es dann besonders einfach, auf jeden Fall besonders authentisch. Dann hätten wir Zoe Kazan, spielt Emily, die das auf eine tolle Art und Weise macht, weil es anders ist, weil es frech ist, weil es eine frische Performance ist und eben auch so eine besondere Frau, die Kumail trifft und sich sofort so ein Stück weit verschaut und sie nicht unbedingt zusammenpassen und eigentlich auch damit flirten, dass sie sich eigentlich nie wiedersehen wollen, was ein besonderer Weg ist, zueinander zu finden. Und irgendwie sind beide so unterschiedlich und passen tatsächlich genau deswegen zusammen, dass ich finde, dass sie eine tolle Chemie untereinander haben. Das Ensemble besteht unter anderem dann noch aus der Familie von Kumail und der Frage, was es bedeutet, eine gewisse Ehre zu haben und was andere pakistanische Familien über einen denken, wenn rauskommen würde, dass Kumail eine Beziehung zu einer nicht-pakistanischen Frau hat und eben so ein bisschen althergebrachte Tradition, aber vor allem in Kombination mit der Frage eben auch, warum wandert man überhaupt aus, wenn man die Geschichte mitnehmen will, anstatt eben auch die anderen Werte ein Stück weit anzugehen. Wichtige Themen, die hier angesprochen werden und der Cast ringsherum, ob es der Bruder sei von Kumail, der Vater oder die Mutter, wirklich mit unterschiedlichen Sichtweisen und dann auch einen schönen Weg finden, irgendwie doch zu kommunizieren über die Grenzen hinaus, aber auch gepaart mit den Eltern eben von Emily, unter anderem Ray Romano als Vater hier mit dabei, die eben angesichts der größten Angst, etwas Besonderes zu verlieren, auch eine eigene traurige Geschichte haben und das alles zusammengewürfelt, so eine echte Konstellation des Lebens ergibt, wo ich sage, schön gewählter Cast und eine Geschichte, die eben auch wirklich immer wieder so existiert und vorkommt. Die Kameraarbeit ist einfach ruhig klar, auf die Dialoge konzentriert und weiß eben auch dadurch, was der Film
für Stärken hat. Das Szenenbild ist in Chicago, entweder sind das Stand-Up-Comedy-Clubs, recht kleine Wohnungen oder eben das Krankenhaus, in dem Emily im Koma liegt. Die Musik ist begleitend, Kostüm und Make-up einfach überhaupt nicht wichtig bei dem Film. Und es ist eben schön zu wissen, dass wenn die das Drehbuch zusammengeschrieben haben, sie ihre eigene Geschichte vielleicht hier und da noch ein bisschen verschnörkeln und vielleicht noch ein paar Szenen ausbauen, denn sie nur selbst wissen, wie genau einzelne Momente abgelaufen sind. Aber wenn man mich fragt bei The Big Sick, was finde ich gut? Der hat schöne Charaktere, er wirkt echt und authentisch und vor allem ehrlich. Der Film hat eine gehörige Portion Witz und auch cleveren Witz und vor allem auch Witz in Momenten, wo Witz gar nicht angebracht wäre. Aber sie genau wissen, wie sie ein so großes Augenzwinkern dahinter einbauen, dass es sympathisch bleibt. Das Feeling dahinter und diese Frische, so eine Komödie zu erzählen mit romantisch-dramatischem Einschlag, ist eine schöne Abwechslung auf der Kinoleinwand. Ist dabei clever gedacht und unvorhersehbar tatsächlich. Man fragt sich in mehreren Momenten, okay, was wird als nächstes passieren? Und gerade wenn wir uns im Bereich romantische Komödie, auch wenn der dramatische Einschlag sehr gegeben ist, befinden, gibt es oft viele Handlungsstränge, die kann man auf 10, 20 Minuten voraussehen. Hier bleibt man immer wieder unerwartbar. Vielleicht ist der Film für manche etwas zu lang geraten, weil man grundsätzlich ein Gefühl hat, okay, wo wird diese Sache sich vielleicht hinentwickeln, vor allem wenn man eben weiß, rund um die Entstehungsgeschichte. Aber ansonsten muss ich sagen, wer ein gutes Drama sehen will, eine gute Liebesgeschichte, ab ins Kino. The Big Sick ist klein, aber richtig fein und bekommt von mir als eben dieser Mix aus Drama, Komödie und Romanze 9 von 10 möglichen Punkten und insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten. Und da bin ich auch am Ende meiner Review zu The Big Sick ab dem 16. November in den deutschen Kinos und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.